Jetzt. Bist du dir diesmal ganz sicher? Ja, es nimmt den Stream, glaube ich, auf. Ja, sieht gut aus. Perfekt. Gut, okay, dann mache ich jetzt mal das klein. Bin immer oh, jetzt bin ich so gespannt, ob das funktioniert. Das ist so ein Ja. kleines Ding, das muss nicht jeder verstehen jetzt, ob es jetzt in Twitch ist oder ob es jetzt auf YouTube ist. Es ist nur ein Versuch bei uns. Ja. Alles egal, alles ist wie immer. So, wir spielen jetzt. Gut. Mit was möchtest du anfangen? Mit der Chocomau oder? Nein, mit der Akatsuki, glaube ich. Also wieder ein paar Zerstörer. Akatsuki ist 7. Hey, du hast überhaupt keine Akatsuki mehr, oder? Oder hä? Nee, Moment. Ja, kann sein, dass ich gerade die Die Akatsuki ist vertauscht so. habe. Den und meinen Zerstörer halt. Ich Die weiß gerade nicht, weil ich in der Yugumo Waffenkammer bin. Die Yugumo, genau, die meine ich. halt. Bist Ich du muss ja seit noch Tier was in der 7 irgendwie hängen Waffenkammer geblieben? abholen. Akatsuki ist Tier 7. Oh Mann, ey. Bin ich echt gespannt, ob das funktioniert, ne? Wäre ganz Mit dem Aufnehmen. cool, nur wie machen wir es dann andersrum? Andersrum funktioniert es ja nicht. Ja, andersrum weiß ich nicht. Du hast es aber auch mal irgendwie hinbekommen, weil das ist ja theoretisch so ähnlich. Ich werde es dann auch mal ausprobieren. Na, ich glaube, das muss ja irgendwie gehen. Ja, ich glaube auch. Ich habe es mir halt ein bisschen vereinfacht gemacht, weil ich eine andere Quelle noch habe. Ja. Ja. Ja, ich tue da auch mal ein Nein, bisschen natürlich. rum probieren dann. Also die Waffenkammer, die lädt schon sehr lang gerade. Weil es gibt doch Ja, diese Szenen da in OBS. Kann man da eigentlich dann das habe ich zwei ja gerade verschiedene gemacht. haben und in der einen tue ich mit Full HD aufnehmen, mit anderen 2K? Das geht wahrscheinlich nicht, ne? Nee, das ist in den normalen Genau. OBS-Einstellungen. Schade, schade. Da kommt das Fraffeln. Ich muss jetzt echt das Fenster schließen, weil der öffnet die Waffenkammer nicht. Neuer Versuch. Öffnen. Oh. Emil Stackelberg möchte gerne in die Gefecht. Keine Ahnung, eine Waffenkammer öffnet bei mir nicht. Ah, doch, jetzt. Alter, Digga, das ist ja ewig. Oh, jetzt ist nochmal ein Ladebalken. Hä, what the fuck? Sehr gut. Es hat den Ladebalken geladen, sehr gut. Ja, so wirkt's. Jetzt bin ich Ja, okay. jetzt endlich abholen. Mehr Tarnungen. Schließen. So, wunderbar. Ich habe zwar jetzt ein bisschen Angst, aber ich habe gerade jetzt plus 800% Boost auf dieses Schiff drauf geklatscht. Du traust dich, ey. 800% ist schon heftig. Möchte ich es einfach mal Ja. wissen. Also mit so Premium plus 800%, das ist schon. Ja, das Da bin ist ich eine gespannt, was ordentliche jetzt rauskommt dann. Probe. Mann, jetzt stand gerade 2 Stunden da, jetzt steht nur noch 59 Minuten da. So eine Kacke, ey. Das versch. Ja, genau. 58 Minuten. Aber wieso stand eigentlich 2 Stunden da? Da hätte doch eigentlich. Ach so. Ja, gut. Bei 1,5 Stunden sagt er immer noch 2 Stunden, okay, ja. Ah, weiß ich nicht. Eine Okay, Stunde, eine Minute, dann immer noch 2 Stunden. machen wir noch 2, 3 Ründchen mit dem Premium. Und dann gucke ich mir mal, ob ich vielleicht neues Premium aktive oder ob wir vielleicht sogar mal was anders spielen. Ja. In Mal der gucken. Waffenkammer könnte ich jetzt nochmal einen Tag Premium holen. Da hatte ich Glück. Aber du wahrscheinlich nicht. Nee, leider nicht. Aber ich habe bestimmt Container. Aber da ist halt gefährlich, dass da auch, keine Ahnung, 7 Tage oder so drin sind. Also wenn du dich dann in einen Wargaming-Container, diesen Orangen, aufmachst, dann ist, glaube ich, nur ein Tag drin oder 3 Tage. Ich bin mir nicht sicher. Ja, 3 Tage wäre aber arg kacke an einem Sonntag. Yep, definitiv. Den müssen wir schon am Freitag dann aufmachen, ja. Ja, was könnten wir denn nach World of Warships spielen? Gibt es da was, worauf du Bock hättest? Was Bekanntes oder mal ganz was Neues ausprobieren? Im Stream. Na, ich überlege gerade. Ich überlege halt gerade. Da wäre jetzt die Überlegung, ob wir entweder dann Koop weitermachen. Genau, Shift Happens, ja.
Weil Oder. wäre vielleicht nicht verkehrt, wenn wir erstmal ein Projekt fertig machen, oder? Bevor wir da irgendwas Neues anfangen. Ja, eben. Oder Oder. man spielt mal wieder Hand Showdown oder so. So rundenbasierte Ding. Oder entlistet, ja, wobei das muss man wahrscheinlich erstmal aktualisieren. Ja. Sowas wie Company of Heroes und Shogun, das ist ja dann Ja. eher. Das ist halt ein neues Streamitis? Projekt, ne? Das ist. Ja, weiß ich nicht. Das ist jetzt die Frage. Company of Heroes vielleicht ja. Ja. Total War Shogun 2. Boah, I don't know. Ja, da bin ich Da habe ich auch keine noch Ahnung. unschlüssig. Weil Total War ist einfach so ein Chiller-Spiel in meinen Augen. Also, boah, das Rundenbasierte halt da. Ich stehe halt immer, wenn du mal dran bist, auf und verschwinde und lehne mich zurück und guck nebenbei YouTube oder Das ist whatever, halt das, ja. Das ist halt nicht ey. Und sehr dann. gesprächig. Und da sehr Oh, aktiv shit. streamen, boah, leck mich im Arsch. Es ging, wenn wir, sagen wir mal, mindestens 50 Zuschauer hätten, die aktiv in den Chat schreiben. Dann ging's vielleicht. So. Also die Black hat Radar. Schulz und Ognevold gehen alle vor uns auf. Das ist schon mal ein Vorteil. So, Radar ist wirklich mein größter Feind, ey. Ich hasse es wie die Pest. Ja. Also die Black hat, glaube ich, so 7 Kilometer Radar. Es geht ja noch 7 Kilometer. Ja, es ist halt auch nur ein Störer. Also bei C ist schon mit drin. Das ist, ach, schickst du schon random rein. Ja, einfach mal. Meine Torps laden da relativ schnell nach, darum. Aber ich weiß jetzt nicht, wo ich hinfahren soll. Soll ich da lang fahren? Eher nicht, oder? Haben wir überhaupt hier Unterstützung? Nein, die sind alle hinter der Insel. Ja, genau, das wäre Ab schon mal ganz jetzt. gut da so, ja. Die München, die wäre sehr effektiv gegen einen Zerstörer. Willst du da? Oh, du fährst da vorbei, okay. Ja, ich möchte schon noch blocken. LOL, zwei Top-Treffer. Da hinten. LOL. 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 Was? Du hast. Ich habe ihn echt getroffen. Never. Verteidigt. Das war der Zerstörer, oder? Ja. LOL. Okay, das kam jetzt sehr unerwartet. Sehr, sehr unerwartet. Alter Verwalter. Du kleiner Lacker, Alter. Oh, stell dir mal vor, ich hätte bessere Torps. Ich hätte so deine Torps oder sowas. Alter, dann wäre er schon Ja, aber längst meine tot. kommen ja gar nicht so weit, ne? Das ist Er ist halt rausgefahren. das Ding. Ja, ich merk's. Oh, aber schon so heftig geschwächt jetzt. Also wenn der dann aufploppt, den kriegt man. Alter Verwalter. Bleibe immer da hinter bei der Insel stehen, weil ich immer hoffe, dass er eher in die Lücken dann die Torps reinschickt, nicht gegen die Insel. Aber eh vielleicht irgendwann geht's mal schief. Und dass wir es einnehmen können. Freut mich gerade, dass du ihn so weggejagt hast. Mit den zwei Torps. Cool. Schisser. Ah, da sind sie auch schon. Aha, da sind sie, ja. Okay, das ist die Black, die im Radar hat, weil diese lahmarschigen Torps, das sind von der. Erkennst du es an den Torpedos? Ja, die Black hat sehr, Krass. sehr langsame Torpedos. Aber hier ist auch noch kein. Ist der Gegner aufgetaucht, oder? Nee, ich bin auch bis jetzt ein Jetzt habe ich aber ein bisschen. bisschen Angst, ich fahr vor und dann sind es alle da. Okay, bei A sind einige schon mal. Sollen wir mal ein bisschen vorfahren? Weil, wenn die Ja. Black auftaucht, die können wir ja wegrotzen. Diese dürfte ja Das kein Problem Problem sein. ist, der nebelt sich ein und macht Radar. Ah, ah. Oh, Ah, das wäre aber was Land. Gutes für uns, ha? Oh, I like. Enemy submarine spotted. Lol, schießt der schon auf dich? Nee. Nee. Das sah so kurz aus. Ach so, der schießt auf Oh, die Amali. Zieten. Oh, das ist Mit natürlich. Zieten. Hallo, Undertaker Number One. Undertaker Number One. Ja, ich weiß, dass die Atlantiker gute Secondaries hat. Oh, die Zieten, die kommt da so schön raus. Ja, ich glaube, die schleicht um die Insel rum. Schau mal. Nein, die werden nicht treffen. Nein.
Nein, nicht mein Flak ist an. Warum ist mein Flak an? What the fuck? Oh, da, der Oknevoi, da ist die Oknevoi. Oder den Tops, ein Top. Ja, natürlich. Alter, das kann ja echt nicht wahr sein. Ich krieg so die Krise. Das ist, die fahren immer zwischen meinen Torps durch. Ich pack's einfach nicht mehr. Das ist so anstrengend, wenn du immer gut die Torps relativ gut schießt, aber die wirklich so fahren, dass sie durchfahren können jedes Mal. Da kriegst du echt einen Hass. Alter. Was pushen die hier so krass? Schauen wir mal, ob ich Ogneroy da vielleicht rauskrieg. Ah, die gibt Gas. Scheiße, nein. Die erwische ich nicht. Nein, so ein Scheiß. Engine Boost activated. Oh, scheiße, die Zieten. An die habe ich natürlich jetzt gerade nicht wieder gedacht. Das wäre schön, wenn die Zieten jetzt drauf gehen würde. Ja, zu viele Leute wieder drauf ballern. Vielleicht regel meine Torpedos. Mal gucken. Ein Treffer habe ich. So, dann war es ja schön. So, meine Freunde. Gut, die Titan ist dead. Sehr schön. Die Titan ist dead. Wonderful. Sind wir erfolgreich hier bei B? Ja, ich bin weg. Wieso bist du weg? Weiß ich nicht. Durch die Atlantik. Ja, wahrscheinlich bin ich zu nah an der Atlantik, oder? Das kann schon sein. Schauen wir mal, ob die Tops treffen. Undertaker, weißt du eigentlich, wie ich bei den Tops durchschalten kann? Ich habe es, glaube ich, noch nie rausgefunden, wie ich die bei den Tops so durchschalten kann. Also bei manchen, dass ich jetzt, ich tue 4 Torpedos raushauen und ich kann dann so durchschalten. Also Torpedo 1, 2, 3, 4. Ich brauche Hilfe, Mädels. Also bei der Atlantico darfst du doch nicht so aufploppen, was du tun. Naja, gut, dann kill ich halt selber. Wir mein Ruder gut. Das Leben eines Zerstörers. See, ja, das war mega Risiko. Ah, aber. C, okay. Nein! Hätte ich gedacht. Jo, aber danke, dann probier ich das mal auf. Kann das sein, dass das kommt? Was? Kommt wieder wenigstens? Einige? Jo. Hörst du mich noch? Ja? Ich höre dich, okay, ja. Gut. Ich hör dich. Gut, weil kurz, klar habe ich das Gefühl gehabt, dass. Also ich war jetzt extrem aggressiv den zwei Schlachtschiffen entgegen. Ich war die ganze Zeit 6 bis 5 Kilometer von ihnen weg. Aber ich glaube, es war sehr effektiv. Weil ich noch mit 4 Torpedotreffern habe ich, glaube ich, schon mal mitgeholfen. Oh, den Verbündeten geht es hier gar nicht gut. Hm? Gegen Schulz, ich weiß nicht, gegen den Schulz verkacke ich, glaube ich. Komm mal zu dir. Pass auf, da ist irgendwo noch ein Zerstörer, der Full HP hat. Ah, da bin ich dood. Da bin ich. Ja, da bin ich instant dood. Weil nebeln kannst du ja nicht, wie ich sehe. Grad nicht, ne, ich habe ja schon genebelt.
Hätte vielleicht ein bisschen früher nebeln sollen, als ich beim Schlachtschiff war. Ah, die Schulz, da ist er, oder? Ja. Critical engine damage. Ach, nebelt sich ein? Oh, Gott. Ja. Mann, hab ich Luck. Dankeschön. Aber jetzt setzt du mich zu verpissen. Ja, ich bin getroffen. Der hätte mir jetzt echt niederschreddern können, aber war gut. Hallo Johnny, das ist unser erstes Game. Also, ja. Erste Runde, jo. Wir konnten noch nicht so viel machen eigentlich. Ich habe es vor allem eingenommen. Ich habe einen Schlachtschiff dabei rausgenommen. Anfang der Runde, die war lustig. Da hat der Skull random irgendwo Torpedos hingeschickt. Da hat nur nicht ein Schiff aufgeploppt und er hat schon zwei Torpedotreffer. Auf dem Zerstörer. Und ich glaub, das war noch ein Zerstörer. Ja. Ich habe auch einen Torpedotreffer. Lol, was? Wer war das? Weiß ich nicht. Ich habe einfach random welche geschickt. Ja, das muss man öfters machen, also. Lol, war das war aber nicht der Zerstörer jetzt, oder? Der wäre tot, würde ich meinen, bei Yugo Tops. Der tot wäre. Ich glaube auch, aber das war eigentlich in die Richtung von dem. Was lebt denn noch? Baltimore Chip. Oh, vielleicht lebt er gerade mit so einem Hauch von Leben, weil der war ja voll HP. Oh, oder? Das war doch der Zerstörer. Weil ich wüsste jetzt nicht. Weil U-Boot könnte noch irgendwas sein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Entschuldigung. Danke. Ja, weil du es parallel gleichen Geschwindigkeit fährst. Gut, unser U-Boot ist dead. The enemy team has taken the lead. Also, lol, du hast ihn erwischt. Du hast ihn wirklich mit dem Dorf getroffen. Nice. Komm, den jagen wir jetzt. Dass ich wahrscheinlich instant dope bist, war. Bin. Warte, ich muss mich kurz nebeln. Es zielen irgendwie zwei Leute auf mich. Fünf Leute. Au! Der Schulz ist da. Lebe! Komm nicht raten. Was? Wieso bin ich offen? Nein, da ist. Was ist denn hier? Wieso bin ich offen? Ah, der das U-Boot! Neben mir! Da ist die Chupong oder so! Oh lol, das ist eine Uhr oder was? War das gerade? Nee, das also war ich doch. Bin doch gerade offen gewesen. Ich glaube, da war ein fucking Uhr. Ja, nee, da war ich glaube, da war die Chupong oder so. Ich bin so im Arsch. Wieso bin ich offen? Scheiße, da ist das U-Boot. Ich hasse es. Ich hasse es. Verpiss dich. Oh shit, U-Boot, ich hasse U-Boot. Oh, U-Boot. Ja, Ich bin so am Arsch. Ich bin so am Arsch. Ja, alles sind so 8 Kilometer bis 4 Kilometer von mir. Oh, um Gottes Willen. Die Chumpong meinst du? Scheiße. Ja, die, Alter, die war 4 Kilometer von mir. Oh no. So. Ja, doch. Ich schieß schon wie ein Master auf die. Oh shit, ja, ich bin so aus. Radar, ich bin am Arsch. Ich bin tot. Ich hab Radar. Ich bin mit Radar offen. Nein, das ist ein Belt Baltimore. Ich wollte noch schießen. Die hat nur noch 600 HP. Ich konnte nicht schießen. 600 HP? Okay, das ist natürlich jetzt bitter. Oh, Alter, Mann. Die Runde, die war eigentlich so geil, dass wir die nicht gewinnen. Oh. Ich es. Jetzt wurden wir halt in der Mitte komplett umbringt, ne? Waren ja. Überall. Das waren sie überall. Da blockt die Chompong 4 Kilometer vor mir auf. Ich flipp aus. Ja. Das konnte ja nicht. What the heck, ey. Aber die habe ich dann überlebt. Dann war irgendein Radar. Wer hat ein Radar gemacht hier eigentlich? Ja, die Chompong war dann mit mir beschäftigt. Alter, 75.000 Schaden. Oh, nice. Oh no, nein, und wir haben nicht gewonnen. Das kann einfach nicht wahr sein. Fünf Torpedotreffer, Digga. Oh, geil.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, aber diese Random Torps, weil da rechnet der Gegner nicht damit. Also wenn du ein bisschen Glück hast. Ja, aber meistens sind die halt so. Weil wenn so einer random, ja, dass die eigentlich so, oh, guck mal, da hinten kommen irgendwo Torps. Ja. Da verrätst du dich auch gleichzeitig, wenn er sagt, oh, da muss ich doch lieber abhauen, weil hier irgendwo ein Zerstörer ist. Oder, oh, ja, es kommt immer so ein bisschen drauf an, weil wenn du natürlich die ganze Zeit ein Schlachtschiff aufdeckst, dann weiß er halt einfach, du bist da. Ja, das auch, ja, das stimmt. Und aber zum dementsprechend fährt er waren ja zu erwarten. Weil eigentlich macht das ja jeder Zerstörer am Anfang einfach mal irgendwo hin Torps schicken. Meine, die waren ja, jetzt irgendwo, ein bisschen, ja, aber. Meine, die waren vielleicht mal ein bisschen. Also, weil ich glaube, er hat dich gesehen, er wusste ja, dass du da bist und ich war ja nicht offen. Und dann habe ich einfach ein bisschen. Der ist ja auf dich zugefahren und ich habe die Torps hinter ihn geschickt. Und dann hat er ja gebremst und genebelt. Und ich glaube, da ist er dann rückwärts reingefahren. Und da er wahrscheinlich rückwärts gefahren ist, konnte er nicht so schnell wenden. Ah, schön gut. Au, au, au. Ja, trotz Niederlage 17.000 Punkte. Ja, bringt schon was, die 800%. Na, ja, stell mal vor, das wäre mit einem Win gewesen. Oh, nice. Aber ich habe auch trotz Niederlage 4.000 Points, ne? Das ist cool, ja. Geht, ja, es geht, das ist schon cool. Der erste, zweiter kann man lassen, glaube ich, erste, zweiter. Ja, definitiv. So. Möchtest du noch einmal? Oder was anderes? Ja, nee, die 50% müssen wir dann schon mitnehmen vom Sieg. Finde ich. Ja. Kann es mal probieren. Eigentlich muss ich ja nichts machen, außer bereit drücken. Ja, ich habe bald den 10er. Habe ich die Haaland. Echt? Oh. Mhm. Cool. Bei mir dauert es noch ein bisschen, bis ich einen 10er habe. Na, aber da habe ich jetzt lange rangespielt, bis ich mal die Haaland hatte. Das war ja, denke ich, 35.000, das ist schon. Wie viel hattest du denn ungefähr bei der Jugo? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Ich glaube 80. Ja, nicht mal die Hälfte. Nee. Ja. Bin mir aber nicht mehr sicher. Kann schon sein, dass es erhöht worden, also mehr geworden ist. Weiß gerade gar nicht, wann ich das letzte Mal geguckt habe. Oh, okay. Hm. Spiel U-Boot. Kann man die eigentlich auch frei spielen, U-Boot, oder ist es jetzt rein? Aktuell gibt es so Kampfaufträge, da muss man, glaube ich, Basis-EP verdienen und dann tut man auf Stufe 6, 8 und 10 die U-Boote dann freischalten. Und dann kann man es natürlich mal ausprobieren. Aber so richtig im Tech-Tree sind sie noch nicht, ne? Ich hoffe eigentlich, dass sie wieder rauskommen. Was zwar nicht passieren wird, aber. Nee, ja, gut, ich kann es aber auch verstehen. Die müssen halt immer was Neues machen. Und irgendwie gehört es ja dazu. In echt waren sie auch da. Ja, aber. Die können echt richtig. Also, die waren ja auch in echt mies, aber im Spiel ja. Ist es halt einfach. Ja. Ja. Ja, ist ein bisschen doof, ja, ich weiß schon. Aber es ist ja schon Flugzeugträger lästig, ne? Und dann jetzt noch. U-Boote, ja. Dann haben ja die Leute, die mit normalen Schiffen spielen wollen, denke ich, irgendwann mal sind sie nur noch genervt. Ja, vor allem die Leute, die einigermaßen gut sind mit diesen U-Booten, die sind richtig stark, also die können ja richtig auf die Nüsse gehen. So, vor allem so ein bisschen im Late-Game, wo nicht mal so viele Schiffe da sind, die dich aufdecken können als U-Boot. Ja. Da kannst du ganz schön rasieren. So, schick mal deine random Torps dann wieder raus. Ja, ja. Ja.
Aber die Karte ist ein bisschen schwierig mit Random Tops. Ja, klar, logisch, weil da weil ist ja alles die Weißen fahren hinter die Insel, Pferde. Also das wäre es richtig lucky, wenn da wirklich mal anders fahren sollte. Ja, ist logisch. Pass auf, die Z52, die hat hydroakustische Suche auf 5 Kilometer. Kannst du dich aufdecken. Oder 5,5 sogar, ich bin mir gerade nicht sicher. Bisschen aufpassen, nicht, dass jetzt rechts da dann auch so ein Kreuzer reintuckert oder so. Na, schon mal ein Schlachtschiff da hinten. Wenn ich wende bloß, damit ich vorwärts wieder rausfahren kann. Ja. Okay, mich wundert es gerade, dass wir es wieder einnehmen können. Ja, mich wundert es auch gerade extrem. Aber ich da, die Z. Oh shit. Time to abhauen. Ja, die hat doch gut auf die Fresse bekommen. Ist das so geil, wenn die jetzt genau da stehen bleibt, wo meine Torps sind? Das wäre so sick. Nee, das sieht leider aus. Er hat 100% nicht. Nee, er fährt weiter. Er fährt weiter, ja. Alter, wäre er stehen geblieben, hätte ich den so wegkassiert, Alter. Aber der ist gleich tot. Das wäre so geil. Das wäre sehr geil. Jetzt könnten wir uns auf die Kearsarge. Ah, da ist auch nochmal ein. Oh? Oh, Alter, da kommt eine Welle, ey. What the fuck, was ist das denn? Benham, da ist die Benham. Oh, nee, ey. Pass auf, die Moskva, die hat 12 Kilometer Radar. Ah, das die schon 10 Kilometer da ist. Ja, ich wollte gerade sagen. Jo, wenn wir natürlich jetzt die Bernheim aufdecken sollten, könnte die Kurfürste ganz gut mitballern, aber. Steht halt nur da die Moskau, oder? Die fährt rückwärts. Die fährt rückwärts und die Kearsarge fährt auch rückwärts. Ich fahr mal ein bisschen, ich versuche meine Torps wegzuschicken und dann einfach. Oh, wenn du aufgehst, ey. Ja, ich weiß, es ist mega risky, aber. Oh, Flugzeug von der Kearsarge. Ich probiere es und verpiss mich gleich wieder. Torps weg und weg. Und weg. Aus dem Radius weg. Ja, es wird mir gleich aufgedeckt durch die Flugzeuge und dann macht er wahrscheinlich. Ja, da. Ah, ja. Da ist die Benham. Oh nee. Warum muss der so nah sein? Bin ich nicht zweit? Die ich bin. Nee, ich bin. Ich bin zu, ich mag gerade nicht schießen. So. Alter, unsere Torpedowelle, die wäre so geil, ne? Wenn die nicht dauerhaft rückwärts gefahren wären. Nee, meine laufen aus. Und du triffst 4! 1! 2, 3, 4, lol, geil. Aber war leider nicht die Moskau. Nee, das war die Kearsarge. Nee, was? U-Boot? Ja, so, ewig weit weg. Ja, aber die Gegner sind eigentlich schon gut weit weg jetzt, ne? Also, wenn wir jetzt die Benham da vielleicht ein bisschen pushen würden. Oh, fuck. Vielleicht auch mal random schießen? Die Richtung so. Ich glaube, es ist sehr, sehr schwer jetzt einzuschätzen, wo das ist. Weiß ich nicht. Ach, drum, fuck auf, Alter. Ich schick einmal, was soll's. Ich mag der eben, magst du echt da hinfahren gegen den Verhalten? Kriegt da halt voll aufs Maul, ne? Ja, weil die Gegner da bleiben relativ weit hinten jetzt. Je nachdem, wo jetzt aufploppt. Ich möchte kurz ein bisschen suchen. Ah, da ist er. Lol, ey. Lol. Nee, fährt nicht rein. Nee, aber die waren richtig gut. Aber die waren trotzdem mega nice. Richtig nice.
Brand gesetzt. Alter. Alter, das ist doch volles Kreuzfeuer mit den Torpedos. Oh, das wäre so geil. Bitte, 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 komm schon. Ich hab dran. Ja! Wo war der? Da hinten. Kommt da einer noch? Der ist doch genau an derselben Stelle. Das kann nicht sein. Alter, wie viel Glück du hast, meine Fresse. Aber eigentlich müssen wir da jetzt reinpushen. Nur ein bisschen aufpassen, weil der wird böse. Der wird halt ab. Der wird halt. Ah, die Maltborough. Wo kommt die denn davon hin? Ich hab keine Ahnung. Okay, die tut weh. Also, wenn die uns jetzt trifft mit der ihrer HE. Aber so viel Leben kann er gar nicht mehr haben, diese scheiß Blutasse. Lol, der hat was einfach. Nice. Sehr schön. So, jetzt die Marlboro, komm. Die ist ausgeliefert. Die ist ausgeliefert. Aber die fährt weg, ne? Ja. Die fährt halt gerade so Vollgas hinter die Insel da. Ich glaube, das schaffe ich nicht rechtzeitig. Nee. Oh Mann. Ich schaff's nicht rechtzeitig. Also wenn die hier zu weit abfährt, ist das gar nicht. Das ist sehr, sehr geil. Wieso wird nicht geortet? Oh ja, pass mal bitte auf. Es kann sein, dass hier irgendwo ein Zerstörer ist. Die Kapitänsfähigkeit hat. Ja. Meine Fresse, bei mir wird die ganze Zeit angezeigt, dass ich nicht... Bist du geortet jetzt? Ja, geortet, ja. Ja. Genau, dann ist hier glaube ich irgendein Zerstörer oder so, dass man ein bisschen aufpassen muss. Mal davon aus, dass du triffst volle Rotze, Alter. Komm schon, komm dann, komm dann. Alter, die Runde ist für dich richtig sick, Alter. Zweite, nein, nur zwei. Ja, 9000 Schaden mit zwei Torps, das ist echt gar nichts. Lol, die fahren einfach nur rückwärts, ne? Das sind eigentlich die perfekten Ziele eigentlich. Ich bin halt jetzt sau nah an einem Moskauf. Das ist halt mega. Okay. Ja. Jetzt gibt er Gas. Wenn er halt jetzt Radar macht, bin ich halt voll gefickt wieder. Ich bin wieder 10 Kilometer an ihn ran. Ich überleg grad. Fährt er? Oh. Was? Gewonnen? Alter. Gewonnen. Okay. Ja, die Runde, die war eigentlich voll für den Arsch in meinen Augen. Leider. So schön wie es auch war, sieht man glaube ich auch in der Liste, in der Teamwertung. Konnte leider nichts reißen. Die Runde war jetzt viel zu schnell vorbei. Ja, also ich habe jetzt zwar mehr Schaden, doppelt so viel Schaden wie letzte Runde, aber von den Punkten her und so eigentlich ist es für den Arsch eigentlich. Also ich weil ich nichts eingenommen habe, doch, eingenommen haben wir. Viel weniger Schaden, ich habe ja nur 3000 Schaden, weil ich ja keinen Top-Treffer gemacht habe. Ja. Hat sich nicht gelohnt, eigentlich habe ich nichts gemacht. Habe trotzdem genauso viele Punkte wie bei der Niederlage, wo ich über 60.000 Schaden hatte. Na. Das ist das, was einem bei dem Spiel so richtig runterzieht. Naja. Was will der Dude machen? Möchtest du jetzt eine andere Klasse fahren? Tierstufe? Jetzt haben wir den Sieg, ja stimmt. Jetzt könnte man eigentlich wieder überlegen, ob wir... Warte, ich mag jetzt erstmal in der Jugo mal schauen, wie viel Points mir da noch fehlen. Na ja, genau, ich habe 86.000, ja. Okay. Ja. Da dauert es noch ein bisschen hin. Möchtest du dann nochmal eine Bismarck-Runde machen? Können wir machen, ja. Dann probier ich es mal mit der Kansas. Sagt die Bismarck. Oh, bei der Bismarck brauche ich auch noch haufenweise. Die Shoshi brauche ich auch noch gut.
Die Dallas hätte ich easy weg dann irgendwann mal. Da bin ich mal bei Tier 7, das ist kein Problem. Ach ja, ich habe gestern mal meine ganzen Tarnungen verkauft. hab 50,5 Millionen bekommen. Alter. Jo. Hat sich rentiert. Aber du hast ja, glaube ich, aktuell keine Geldmangel, ne? Nee, gerade nicht. Aber die werden kommen. Ich hab nichts gekauft, deswegen. Ja, spätestens, ja, die werden, wenn du mit nächsten... der Yugumo oder mit der Bismarck wieder so weit bist, dann. Ja, klar. Wie viel hast du jetzt? 25 Millionen oder? 22 Millionen. 22, ja, gut. Ja. Gut, du könntest ja immer noch die Ibuki verkaufen, dann würdest du ja wieder ein bisschen was bekommen, so 10 Millionen oder so wahrscheinlich. Ja, die Ibuki könnte ich verkaufen, das stimmt. Aber das Problem ist, die Ibuki will ich eigentlich nicht verkaufen, bevor ich dann die Tier 10 habe. Ja, ja, nee, würde ich auch nicht machen. Das vielleicht braucht man dann mal wieder was. Ja, aktuell wäre es wieder dieser 2 gegen 2 Modus, aber der ist halt auf Tier 10, also... Na gut, da müsste ich mir halt das Schiff kaufen. Ich meine, ich. Aber. Ja. Ja, aber ist nur für so ein Event irgendwie. Haut dann 200% Boost gleich rein, Alter. Mann, ich mag auch so viel Booster haben wie du. Alter, also wenn ich es herschenken könnte, ich würde einfach mal so einen 200er Backer geben. Ganz ehrlich, Alter. Ich glaube, dann wäre das ist viel motivierender, weil dann kriegst du auch mal 5000 Punkte, wenn du verlierst und eine Scheißrunde hast. Genau, ja. Das ist dann das Schlechteste, was du kriegst. Das ist so in der Richtung so. Scheißrunde und noch verloren. Und trotzdem kriegst du 4000 Points bis 5000 Points. Alles. Das ist nicht ganz halt, so schlimm. Ja. Ja, eben. Das ist genauso wie die Runde, die war jetzt richtig kacke für mich, ne? Und wir haben zwar gewonnen, die war zwar kacke für mich, wir haben aber gewonnen, aber trotzdem habe ich ja fast 4000 Points bekommen. Das sage ich, ja, okay, mal, next round. Aber... Wenn da halt davon nur so 800 Punkte steht, dann ist was aber anderes. Das, was halt dann dagegen spricht, was mich so aufregt, ist, wenn ich eine richtig geile Runde hatte, mit richtig viel Damage, richtig was gerissen habe, wie verliere, habe ich genauso viele Punkte. Toll. Bringt mir einfach, das ist einfach lost. Ja. Bist du Nahkampf gerade? Nee, ne? Eher nicht so, ne. Okay. Und wir sind hier auch ziemlich allein, also ich würde nicht raten, direkt jetzt gleich am Anfang vorzuroschen. Aber du willst zu D, oder? Bleiben. Ja, ja, schon, aber... Erstmal schauen, wer da so da ist. Nicht jetzt Streut reinfahren. Ja, ja, klar, wie das letzte Mal. Genau. Da, wo es mich komplett weggerotzt hat. Vor allem, da gibt es so viele Zerstörer jetzt und ein U-Boot. Ritchie, Bismarck, Collingwood... Ja, ja, schauen wir mal. Ja, und wie es ausschaut, bleiben wir auch erstmal allein. Keiner kommt rüber. Alle Zerstörer von C oder was? Alle drei mit U-Boot? Nee. Ja, zwei Zerstörer mit U-Boot. Ja. Der dritte ist ja bei B. Jo. Einer ist ja bei uns. Also jo. Teilt sich schon okay auf. U-Boot könnte zwar noch theoretisch zu uns, aber. Was soll denn das? Ja. Ich muss zugeben, die Bismarck war ja in echt ein sehr gefürchtetes Kriegsschiff, ne? Ja. Für ganz kurze Zeit bloß. aber, ja, das ist doch wirklich so. Ja. Die war relativ schnell wieder weg, ey, was eigentlich lustig ist. Aber in dem Spiel ist die echt kacke eigentlich. Keine Ahnung. Es geht, also die Bismarck hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Echt? Ja, mir überhaupt nicht. Gut, aber ich muss sagen, die Kneisen hat mir, glaube ich, noch ein bisschen besser gefallen. LOL! Ich versuche mal mein Glück bei der Akatsuki, ob ich die treffe. Okay, einfach mal der Nürnberg-Front. LOL, ich habe die getroffen. Ich habe sie getroffen. Hast du die Akatsuki getroffen? Ja! Sehr gut. Was geht da? Oh. Die Ritchie-Bitch schießt auf mich. Ist nicht so geil. Du fährst ja weg. Ja, ich komme wieder ein bisschen zu dir.
Noch eine Richie Bitch, okay. Ja, die sind, die zwei sind in einer Divi. Also die werden Fokus vorher machen. Ja. Versuch mal. Nochmal auf die Nürnberg. Schauen wir mal, ob ich sie nochmal wegkratzen kann. Da kommen die Hügelchen. Ich verpiss mich kurz. LOL! Danke! Hast du die in Nürnberg gerade weggerotzt? Yep. Die ist einfach so schön breitseitig. Ach nee, das sind ja zwei Zerstörer. Ich hab zwei Treffer gemacht, ne, bei der Nürnberg, da war er weg. Ja, ja. Ich hab drei gemacht und dann war er weg. Rand, hör auf! Ich versuche mal auf die Ogne Void zu schießen. LOL, ich hab die getroffen! Was zum Henker? Ah, die kommen gar nicht mehr so. Ah, ein bisschen zu langsam. Ich hab die Ogne Void getroffen. Ich hab auch getroffen, was? LOL, ich hab sie nochmal getroffen! What the fuck? Ich drehe mir aber jetzt ein bisschen ein und fahr wieder zurück. Also ich fahr jetzt nicht hinter diese Inseln da. LOL, ich hab die wieder getroffen! Macht zwar da nicht viel Damage, aber... Okay, trotzdem. Wenn sie geschwächt sind, bin ich zufrieden eigentlich, oder? Ja. Sag mal, die chillt da hinten, oder? Die... fährt gar nicht, oder? Ja, die Ritchie, die... Die beiden werden relativ stationär spielen wahrscheinlich. So, ich bleib so ein bisschen bei unserem Zerstörer. Dass er schon aufdecken kann und nicht schießen kann. Aboli Akatsuki. Ah, ich möchte schießen. Na, jetzt kommt da noch eine E-Mail zu Richie, zu den zwei Richies. Alter. Oh, ich hab getroffen. Wir fahren so ein bisschen rückwärts. Komm schon. Ich hab es nicht geschossen, ich hab es nicht geschossen. Oh, danke. Die von beiden. Alter, dann nochmal einer. Die ganzen Zerstörer sind bei uns. Die Akizuki ja noch bei uns. Alter. Denk dran, dass hier noch die Ogne Void irgendwo ist. Der hat 10 Kilometer Tops. Oh lol, ich hab die Akizuki getroffen, nice. Oh, ich hab die Akatsuki getroffen im Nebel. Sehr schön. Oh, jetzt kommen die Schüsse wieder von der. Die beobachten mich, glaube ich, die ganze Zeit und warten wirklich in der Sekunde, dass ich Breitseite bin. Dann feuern die erst. Die. Guck an. Solche Bastard, okay, er hat mich getroffen, aber trotzdem. Ja, klar. Schau mal, ob ich ihn treffe. Schieß mal ein bisschen zurück. Okay, war mal richtig Rotze. Wo hab ich denn hingeschossen? Viel zu weit. So, schau mal, ob ich die Akizuki erwisch. Ja, wäre mega sick, wenn die weg wären. Ja, der fährt einfach weiter, der fährt einfach weiter. Ja. Komm an! Oh, was? Nice. Ja, ich hab gut getroffen, ja. Ich schieß auch nochmal. Vielleicht treffe ich vielleicht. Nein, er macht eine Kurve. Ah, okay, das war natürlich. Dass er jetzt eine Kurve gemacht hat, aber trotzdem das überlebt. Komm schon, bitte stirb. Stirb, stirb. Oh, danke. Jawohl, also der erste ist dead. Alter, wir als Schlachtschiffe fighten gerade gegen Kack. Ja, und die Ogne Voice auch noch irgendwo. Da kommen Torpedos, Achtung. Nicht geradeaus weiterfahren. Ja, ja, die sind weitergekommen. Schieß mal auf die Ismail hinten. Die sind sehr, sehr passiv, die zwei Richies da. Ja. Ja, aber die müssen ja auch nicht aggressiv spielen, ne? Die haben sie ja. Oh, da kommt noch eine Schatz. Bismarck. Alter, es kommt hier alles durch. What the fuck? Ja, es ist, da wird's nicht langweilig. Ja, ich glaube, ich würde auch auf die Bismarck jetzt gleich schießen. Ja, ja, weil die schon Breitseite eintritt gerade. Aber die ist doch langsamer wie gedacht, muss ich zugeben. Ja, du musst es doch wissen. Ja. Jetzt habe ich ihn getroffen.
versuchen wir mal Glück bei der Ismail, wenn es so schon breit zu dem hat. Oh, die darf es nicht nach oben hochdrehen. Nein. Aber im Nahkampf werden wir halt beide dead, ne? Muss ich zugeben. Kommt schon so breit, Alter. Komm, das muss eine Zita sein. Bitte, ey. Aber die ist zu sehr gepanzert, ne? Heißt nix, aber auf der Entfernung. Ah, ja, da ist die Okinawa. Wenn wir jetzt vorfahren, Digga, das wird nicht lustig. So. Das ist erstmal schön. Du da in die Mitte reinfahren oder was? Zack. Ugh. Joa, ein bisschen. Der Nebel ist geil, muss ich zugeben. Ja, das ist ganz gut. Also ein bisschen Fokus voll auf die Bismarck, dann ist es bestimmt gleich weg. Okay, es zielen zwei Leute auf mich. Warum? Yoshi wahrscheinlich? Ich glaube ja die Ismail, weil ich so breitseite zu Ismail bin. Oh, die Ismail. Ja, so, war die Ismail. Jetzt, komm. So schön breitseite von der Ismail. Die frisst jetzt Zitas. Komm. Was? Alter, diese Russen! Diese Russen, also noch Russen. Mehr Breitseite kann sie mir echt nicht zeigen. Boah, und jetzt schießt es auf mich. Alter, schießt schon. Bismarck. Nee, die schießt auf mich. Irgendwas zielt auf mich. Das wird die Ismail sein. Ah, die Ognevoy. Ich schieße auf die Ognevoy. Ist gerade richtig, ich fahr zu weit vor, ich glaube, da leckt mich am Arsch. Gerade kein gutes Gefühl. Ja, alles gut. Du hast doch Hydro, oder? Ja, mach mal bitte machen. An, ja. Und nicht, dass die jetzt da gleich ein paar Tops reinschickt, die Ogne. Ja, ist dead. So, dann jetzt auf die Bismarck. Ah, scheiße, die Ismail da drüben ist ein bisschen. Ja, die macht. Die Bismarck hier. Bisschen Sandwich, das ist ein bisschen doof jetzt gerade. Trotzdem die Ismail, weil die macht Breitseite. Fahr mal links weg in die Mitte. Ja. Es war saure Risky wegen Richie. Aber da sind nicht mehr so viele Gegner, warte, nein, ich drehe andersrum. Ich fahr direkt auf die Ismail zu. Ismail, aber da sind wir ja Breitseite zu Richie und Bismarck, oder? Ja, halt angewinkelt fahren. Aber ich fahr jetzt nicht in die Mitte, weil da ist ja nix. Und die Runde ist ja gleich vorbei. Ja, stimmt, ja. Bismarck, Mann, die muss sterben. Ich mach ja schon. Da kommt schon die tödliche Salve. Ich sehe es doch schon. Doc, dort. Nice. Jawohl. So, wie fährt denn die Richie? Die fährt von uns weg. Also können wir uns eigentlich auf die Ismail so ein bisschen konzentrieren. Ruhig nochmal brennen. Hat die nichts dagegen. Diesmal schießt auf dich. Nee, auf mich. Nee, auf uns, so mittendrin. Mal gucken, wen sie trifft, so ungefähr. So, jetzt aber. Kommt sie, Delle. Danke! Endlich. Nochmal eine. Ja, doch nicht. Okay. Nebelt ja schon wieder für uns, aber ich mag da hinfahren. Schauen wir mal, vielleicht snack ich mir die Richie. Nee, ich snack mir vielleicht die Richie. Jetzt so, ist so 50-50, was mache ich jetzt? Auf wen schieße ich? Hm?
Wow. Also, der Wahnsinn. Drei Abprall einmal durchgeschlagen. Das ist ja, richtig... jetzt, wo meine Schüsse ankommen, ehrlich. Oh. Mann, die Ismail, die hätte ich jetzt so wegrotzen können noch. Oh, Mann, schade, schade. Alter, die Runde war geil eigentlich. Aber cool. Ich habe zu wenig Schaden gemacht, leider. Also, hätte mehr sein können. Mehr Brände vielleicht und mehr Zitas. Wäre auch geil gewesen. Ja, ich habe halt am Anfang diese Nürnberg einfach weggerotzt. Mit drei Kügelchen. Ja, klar, logisch. Oh, Mann, ey. Geil. Elf Minuten hätten wir noch. Ja, da kriegen wir eine ganze Runde nicht mehr raus, glaube ich. Außer es wird eine sehr kurze Runde, aber... Es ist halt richtig belastend, ne? Dass die 10 Minuten, die wir jetzt da noch haben, dass du die nicht mehr kriegst, wenn während der Runde das ausläuft. Das ist halt assi. Ja, ich glaube, jetzt haben sie mal geändert. Also, ich hätte eigentlich gedacht... Kriegt man jetzt die letzte Runde, die man startet mit Premium noch. Nee, aus, das habe ich ja gemeint, das haben sie geändert. Weil ich hätte echt gedacht, das war mal so. Hauptsache man hat gestartet, man kriegt dies noch. Weil das ist echt assi. Ja, das ist eigentlich auch richtig, weil 10 Minuten, die sind ja jetzt voll für den Arsch eigentlich. Ja. Weil die Runde dauert 100 pro länger. 100 ja, pro. Definitiv, ja. Das ist halt jetzt echt das Arschlige eigentlich. Schade. Sollen wir noch irgendwo 50% mitnehmen? Sollen wir mal wieder Kreuzer spielen? Das wäre mal wieder was ganz anderes. Welche Kreuzer hast du denn aktuell? Die Josh. Das ist auf 7 also? Stehen die Josh. Josh. Die oder die auf Tier 6, die... Küchkutin? Den Niederländer! Oder die Chupong, aber da habe ich kein gutes Gefühl mit. Nee, das Schiff lassen wir lieber. Und die Dallas auf Tier 6, die wäre dann Tier 7. Dann bei der nächsten Round. Nee, ich glaube, ich würde die Shoshi spielen. Okay. Ich bin am Überlegen. Ah. Ja, ich riskiere es mal mit der Weimar. Ich mag das Schiff zwar, glaube ich, nicht so, aber... Welche Reichweite hast du mit der Josh? Um Schießen her? Ja. 17,3. Ich habe 14 Kilometer Reichweite. Alter. Das erinnert mich so an meine... Was war das? Mogami-Zeiten und so. Ja. Wo du einfach nirgendwo hingekommen bist. Ich habe das scheiß Ding mal irgendwie geschenkt bekommen. Ich weiß, wieso ich sie geschenkt bekommen habe. Naja, ich probier's mal. Achso, du hast keinen anderen Tier 7, oder so? Nee, kreuzermäßig jetzt nicht. Nee, sind halt alles Zerstörer und Schlachtschiffe. Ja, gut, sonst. Dann hättest du da halt ein bisschen Zerstörer oder Schlachtschiffe. Wir müssen nicht beide mit, also Kreuzer war ja nur für mich so. Das war mehr, aber zu sagen, das sagst du jetzt! Wir sind, das wär, ja, es ist ja cool, weil dann können wir vielleicht beide ein bisschen zündeln und einen abfacken, aber... Ja, wenn ich hinkomme, dann können wir es aber machen. Oh, wenigstens Tier 7 und Tier 5, Tier 6, oh, Gott sei Dank. Ja, ich wollte sagen. Ach du Scheiße!
Der Gegner hat zweimal Kamikaze, er? Wir verlieren die Runde. Wir verlieren sie. Hä, was ist ein Kamikaze R? Ich kenne Kamikaze, aber was ist Kamikaze R? Das ist so ein völliges OP-Schiffchen, das für alle 40 Sekunden so Tops rausschicken kann, die extrem viel Schaden machen auf die Türstufe. Sehr schnell sind. Alter. Und eine ziemlich geringe Erkennbarkeit des Schiffchen. Alle Mann auf Gefechtsstation. Ja, das hört sich wirklich ein bisschen OP an. Sie hat zwar keine Flugabwehr, aber das ist auf der Türstufe ziemlich wurscht. Ja, ich muss mal überlegen, wie ich jetzt mit der Weimar fahre. Ich muss ja irgendwie rankommen an die Leute. Ich habe zwar ein Flugzeug, aber... Wo fahren wir denn hin? Erstmal A oder C? Weil B fahre ich definitiv nicht. Fahr vielleicht A. Bei A sind weniger Leute. Du willst nur zu A, weil da zwei Zerstörer sind. Und ein bisschen mehr Inseln zum Verstecken. Weißt du, warum ich gerne Zerstörer spiele? Weil du einfach weniger Wartezeit hast, so gefühlt. Weißt du, du bist einfach schnell unterwegs. Ja. Das ist das Angenehme. Du kannst auch schnell, wenn da nichts los ist, kannst du schnell in die andere Seite fahren und bist halt immer noch im Schlachtgeschehen dabei, bevor die Runde zu Ende ist. Aber wenn du zum Beispiel Schlachtschiff spielst und du bist einfach auf der verkehrten Seite und da ist nichts, dann ist die Runde für dich gelaufen. Ende der Geschichte. Ja, stimmt schon. So unwahrscheinlich, dass du es dann noch schaffst, in die andere Seite zu kommen. Ich muss mich jetzt mal wieder einstellen, wie man einen Kreuzer fährt. Hallo SMO71984, guten Tag. Hallöchen. Ich sag einfach mal Smo zu dir. Smo? Smo. Schauen wir mal, ob die Ferrocutter vielleicht rauskommt. Links bei B. Ei, unser Zerstörer wird jetzt kein Torpedo mit. Alter, Digga, ich dachte schon. Siehst du die Fahrer gerade in der Mitte? Die killen wir jetzt. Nee. Ach doch, da! Doch, ja, stimmt. Ja, hab ich den jetzt geschossen. Ey, ganz ungewohnt, also noch, dass so viel noch beschissener kann sich echt nicht hinstellen, oder? Direkt vor meine Fresse. Entschuldigung! Entschuldigung, das hab ich nicht gesehen. Das ist gut so nicht. Ich war gerade im Zielmodus. Was? Gut getroffen. Was? Überall die Verbündeten. Offen? Warum nicht offen? Torpedos voraus. Na, Mutsuki? Oh. Wer ist das? Ups, sorry. Naja, ne? Ist schon klar. Liebe dich. Ja. So, der Heinrich. Torpedos voraus. Uah, oh, wobei. Das kann ein Problem sein. Oh shit. Ich fahre jetzt gerade vielleicht ein bisschen Scheiß zusammen. Oh, da ist die Kamikaze. Oh, natürlich. Oh no. Torpedos voraus. Juhu. Die wird sterben. Ich glaube, ich ziele jetzt ganz anders. Ich ziele viel zu weit weg. Nein, Insel! Ich hasse Inseln so sehr. Nice! Die ist geil. Tot. Ich merke schon wieder, mit dem Kreuzer habe ich so wieder meine Inselprobleme. Kommt schon wieder raus. Du fährst schon wieder gegen Insel. Okay, der Heinrich, das ist jetzt. Ich ein so Glück, dass die Königsberg nur mit HE schießt. Ah, jetzt hat er umgeladen auf AP. Ah, das wünschst du dir so, ha? Huh? Deine Motherfucker. Jawohl!
Dicke! Wer war denn das jetzt? Warst das du? Nee, leider nicht. Torpedos auf Backbord! Feier ich gerade ein bisschen sogar. Weil er hat mich richtig abgefuckt, der wollte mich halt wegsnacken und jetzt ist er selber verreckt. Entschuldigung. Immer diese bösen Inseln, ja. Also ich habe echt ein Talent dafür. Ich fahre sehr, sehr häufig gegen Inseln. Aber es ist jetzt relativ häufig nicht mehr passiert, ne? Weil du kein Kreuzer mehr gespielt hast. Ich bin ganz überrascht, dass ich noch lebe in dieser Weimar. Alter, ich bin Zaunarbeiter, der Dragon. Ich probier's mal mit AP, schauen wir mal. Ach, na gut. Nein, genau jetzt, wo ich mit AP geschossen hab, dreht er ein, die blöde. So. Denk dran, dass er Torps hat. Ich habe auch Torps, ich habe die schon rausgeschickt, aber leider. Ja, gut, du da mit 4 Kilometerstunden da. Logisch. Ach, komm schon. Oh Mann. Jetzt, wo ich mit AP geschossen hab. Warum sterben grad alles so schnell? Ich hab auf AP geschossen. Die nächste Runde ist irgendwie für den Arsch, habe ich das Gefühl. Ja. Irgendwie ist sie gut, aber irgendwie für den Arsch. Ich glaube, das liegt daran, weil ich mich erstmal wieder daran gewöhnen muss, mit Kreuze zu spielen. Seit wann sterben Gegner denn so schnell? Ich find's echt. Ja, ich verstehe das auch nicht. Tier 7. Vielleicht ist es einfach wieder. Anderes Spielerlevel. Ja, das habe ich auch wirklich gerade das Gefühl, weil ich habe gerade das Gefühl, eigentlich hätte ich schon 10-mal sterben müssen. Ja. Ich habe schon so viele Fehler gemacht, eigentlich, wo ich definitiv sterben hätte müssen. Wo ich gegen die Insel gefahren bin, weil ich Breitseite zu Heinrich und zu Nürnberg und zu jedem. Ne? Ja. War eigentlich total. Oh, 40 Kilometer Reichweite, das ist echt. Die fährt super langsam, oder? Die Heinrich da hin. Ja, steht fast. Ja. So. Ein Brand, sehr schön. Und schon zielt auf mich. Oh, ich hasse dieses Flugzeug, damit kann ich nicht zielen. Das ist ein Mitsuki? Die Orcherie. Die kommt ein bisschen überraschend zurück, ja. Auf die Orcherie schießen? Die Orcherie? Ja, klar kann ich auf die schießen. Ja, sehr gut. Natürlich kann ich auf die schießen. Oh, sie brennt. Torpedos auf Steuerbord. Torpedos. Als ob ich nach rechts schieße und der nach links eingeht. Als ob. Komm schon, der verreckt jetzt. Wenn ich echt wahr sein, ey. Fällt jetzt ganz Zeit nach links schießt oder nach rechts? Komm mal hin. Ganz Zeit. Okay. Ja, jetzt ist er dead. Nee, sogar nicht. Meiner! Jawohl. Unser Sieg ist in Sicht. So, jetzt noch auf die Heinrichballer. Moment. Was ist die? Die Alcherie hat dich gemeldet, weil du ihn gekillt hast. Wie soll er mich gemeldet? Bissl salty. Hat er gerade im Chat geschrieben. Ich habe 10-mal daneben geschossen, aber. Was fällt dir auch ein, ihn einfach zu killen, Mann? Ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung, sorry. Kann man noch mit euch zusammen fahren? Ich weiß gerade gar nicht, weil wir ist es jetzt unsere letzte Runde eigentlich in Wuffs? Weil jetzt eigentlich Premium abgelaufen ist gerade bei uns. Ja. Das ist jetzt die Frage, ob wir jetzt überhaupt Duel of Warships weiterspielen oder jetzt vielleicht sogar das Spiel wechseln. Das können wir ja vielleicht nach der Runde mal kurz besprechen. Wie ja, Heinrich schießt mit HE auf mich. Ja, ich weiß auch nicht, das ist komisch. Ja, gut, trotzdem hat's gut Schaden. Scheiße. Diesen Maul gehabt, weißt du? Ups. Ach Mann, fahr halt nicht so beschissen in diese Insel rum.
Dann gehe ich auf. Ja, ich denke es mir auch gerade. Ja. Das kostenlose Paket wäre Premium. Aber ich möchte natürlich nur Premium aktivieren, wenn ich dann auch aktiv spiele. Ja, momentan, wir haben erstmal wieder angefangen nach ein paar Monaten Pause. Und jetzt, Aber Con hatte dann kein Premium. Ja, gut, ich denke, das stimmt irgendwo in den Kisten auch noch irgendwo. Ja. Aber ich möchte halt dann auch, wenn ich Premium habe, halt das auch aussonst. Ja, und ich habe ein bisschen Angst, wenn ich so eine Kiste ziehe und dann nur 3 Tage Premium drin sind, ist doof am Sonntag. In 2 Tagen Premium und wenn Arsch. Ja, ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Jetzt fahre ich dir einfach mal entgegen. Torpedo! Oh. Ups, Entschuldigung. Da ist er wieder. Noch ein Tag. Na, das kommt da raus. Ah, er brennt. Hat er gelöscht? Ja, natürlich löscht er das. Aber jetzt hinter der Inselwende, der Pfeife. Mann, ich hab's nicht erkannt. Ich dachte, er lenkt in die andere Richtung. So eine Scheiße. Er brennt. Komm schon, den Kill möchte ich wenigstens haben. Dass ich wenigstens irgendwas gemacht habe, wie so ein. Ah! Ups. Ja, dafür habe ich jetzt noch einen Brand gesetzt, was direkt voll für den Arsch war. Boah, die Runde, die ist richtig mies. Also nicht, dass ich scheiße gespielt habe, sondern einfach die Gegner waren einfach weg. Ich bin einfach nur rumgepuckert. Ja, aber genau, ich habe 21.000 Schaden, bloß. Ah ja, okay, ich habe mich schon beschwert. Okay. Ja, dafür habe ich 2 Kills mitnehmen können. Alter, ich habe 70 Treffer und 21.000 Schaden. Gibt's doch nicht. Ich hätte echt gedacht, die 2 Kamikaze in unserer Runde, in der Gegnerteam, hätte ich nicht gedacht, dass wir gewinnen. Ein bisschen sogar krass gewonnen, also nicht mal. Ich hab ein bisschen gewonnen. Naja, wenigstens ein Sieg und die 50%. Genau, und die Premium zählt nicht mehr, ne? Das ist schon sehr frech. Nee, das ist schon frech eigentlich, ja. 10 Minuten Premium für den Arsch! Na gut, na gut, na gut. Gibt's irgendein Schiff, wo du jetzt noch unbedingt Bock drauf hättest? Muss ich gleich gucken. Jeder möchte mit uns spielen. Na, was machen wir denn jetzt? Spielen wir jetzt noch irgendein Ründchen mit Colorado oder sowas? Oder sag mal, ach nee, ohne Premium. Verschiebt man es auf welcher Tierstufe wärst du denn, Small? Sagen wir mal so. Das müssen wir aber erstmal herausfinden. Und das Superschiff geht nichts. Ich habe alles, sagt er. Okay. Na gut, also dann Tier 1, ne? Ja, der hat den Italiener. Doch, ich hätte einen Italiener. Eritrea oder so. Nee, Tier 1 tue ich mir nicht an. Also alles unter Tier 4, no go. Auch dir noch Unterstützung. Wer hat denn das geschrieben? Großadmiral. Ja. Jawohl. Ja, was würdest du jetzt noch spielen wollen? Ich würde, wenn, haben? Dann denke ich, die Colorado spielen. Nochmal, vielleicht da nochmal die 50% mitnehmen, das war's dann, aber dann habe ich irgendwie überall, was mir wichtig ist, die 50% Tagessieg mitgenommen.
Ja, dann spielen wir einfach nochmal eine Runde auf Tier 7, würde ich sagen. Ich wurde, glaube ich, noch nie so voll gespammt im Spiel. Wenn es geht ohne. Ja, nicht böse nehmen, aber wir wissen jetzt natürlich nicht, wie dein Mikrofon ist und was du für ein Mensch bist, das wissen wir halt auch nicht. Deswegen ist mit Reden ein bisschen doof, wenn wir streamen. Ja. Vielleicht jetzt erstmal ohne Reden und dann schauen wir mal. Boah, ich überlege gerade echt, ob ich irgendwie Container öffne. Weil ohne Premium ist einfach echt kacke, ne? Das ist. Ja, aber halt für eine Runde anmachen, das ist halt. Wenn wir Premium haben, das kann natürlich auch sein. Weil hätten wir noch ein paar Stündchen, aber irgendwie hätte ich heute auch Bock, noch ein bisschen was anderes zu spielen. Ja. Oder die Nails, oder schauen was. Klick mal auf den Cap. Was möchtest du mit meinem Capitanos dann sehen? Sieht man es auch sowieso nicht eigentlich. Weil du deine Kamera davor hast. Ach so. Ja, klar könnte ich das jetzt machen und dann irgendeinen anderen Premium Captain draufhauen, aber. Auf Tier 7 brauche ich das jetzt nicht unbedingt. Das sind nur die Ashitaka. Dann kann ich ja den Weg noch bis leveln dann. Und was fährst du jetzt darum? Ashitaka. Ah ja, okay, ja, stimmt. Ah, okay, also er spielt California, also auch eher Fernkampf. Oh. Alter. Kann schon geil sein, drei Schlachtschiffe. Schauen wir mal. Alles ein bisschen auf Fernkampf gedacht. Jetzt kommen irgendwelche U-Boote und Zerstörer daher, dann ist man am Arsch. Mit Flugzeugträger. Stimmt. Ja, Flugzeugträger schon mal. Aschaschio, ich. Ja, nochmal, nein. Drei Zerstörer. Geht. Könnte schlimmer sein mit 5. Ja, aber die Ashashio, die kann jetzt echt böse werden. Günther Lütchen und der ist auf die Schliefen. Ja, klar. Vor allem, wenn man natürlich jetzt so einen Elite-Kapitän hat, ne? Dann nimmt man den natürlich schon gerne immer mit. Bei den Gegnern, das ist auch nicht doof, ne? Auch nicht schwach, ne? Zwei Schlachtschiffe und ein Zerstörer. Ja, klar. Zerstörer kann die ganze Zeit spotten für die Schlachtschiffe. Mhm. Die anderen Schlachtschiffe auf Trab halten mit Torpedos. Ja. Die anderen kommen von hinten mit Unterstützung daher. Südela. Ah, der Flugzeugträger geht mir jetzt schon auf den Sack. Ja. Vor allem ich das schon sehe, dass der zu uns fliegt, ey, ich krieg's. Vor allem, ich hab halt keine. Ja, meine Flugabwehr ist nicht existent. Sagen wir mal so. Ja, die Colorado hast du schon ausgebaut beim Rumpf, oder? Ja. Ja, Gott sei Dank. Die Colorado Mist ausgebaut. Müsstest du ein bisschen bessere Flugabwehr haben. Jo. Es wird nicht gespottet. Schauen wir mal. Meine Fresse, bin ich wieder so langsam. Das kann ja nicht.
19 Knoten. Ich krieg die Plätze. Ja, die Flandere fährt zu uns. Ich gehe mal davon aus, dass dann sein Mate dabei ist und dann ist der Zerstörer wahrscheinlich auch unsere Seite. Na, die Lo Yang. Ja, wahrscheinlich. Ich bin offen, ja. Da ist der Zerstörer. Das ist natürlich jetzt belastend. Ja, dass gerade die wieder auf unserer Seite sind. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd jetzt. Ja, das ist echt. Ja, nee, da brauchen wir jetzt noch vorne pushen. Ich bin entdeckt, es zielt auch jemand direkt auf mich. Magst du wenden oder direkt weg, oder? Ja, zumindest ein bisschen wenden und dass man dann nach hinten schießen halt. Ein bisschen wegkiten. Ja, ich habe so ein übelst langes Schiff, also. Ja, genau, das dachte ich mir. Wir die ganze Zeit offen und da ist kein Mensch und die können auch uns ballern. Korrekt. Wie sie lustig sind. Und da werde ich jetzt wegfahren. Ja, wenn ihr mal jemand spotten würde, wäre schon geil, ja, das stimmt. Wo fährst du jetzt hin? Fährst du jetzt so schräg, komisch weg, oder? Nö, ich bin so leicht schräg gewesen, damit ich da noch hinziele, falls einer mal aufploppt, aber. Weil da kommt gleich eine Insel, ich würde langsam mal ein bisschen nach links. Alter. Ja, komm, da fahren wir links, da verpissen wir uns hier, dann fahren wir woanders hin, weil darauf habe ich echt gar keinen Bock, jetzt einfach da zu sterben. Da, das hat keinen Sinn, wenn wir gerade hier relativ wenig Unterstützung bekommen. Ja. Schauen wir mal, die Pepsi kommt da jetzt. Was ist das noch? Titan. Ja gut, die Pepsi fährt da lang, die Zieten fährt da lang. Ja, das wäre... Lol, die nehmen schon ein. Jo. Was? Ja, dann haben wir jetzt eine neue Aufgabe, hm? Au, lass dich nicht treffen von dem Top, der macht übelst viel Schaden. Ja, nee, zu spät. Einer trifft mich. Ja, das war zu weit auseinander. Natürlich muss die Hascho jetzt da bei uns sein, oder? Alter, die Runde, die ist, die nervt mich jetzt schon, die Runde ist wieder voll für den Arsch. Ja. Nee, ich hab keinen Bock auf die Runde, am liebsten nicht gerade. Also die ist richtig rotze, also jetzt schon, ich merk das so richtig. Ich habe noch nicht einen Schuss abgegeben, weil ich noch nicht keine Möglichkeit dazu hatte. Krieg nur aufs Maul, obwohl ich noch nicht mal Gegner so richtig gesehen hab. Richtig für den Arsch. Oh, Alter. Ja, die Zieten, die fährt einfach in den Tod. Und die Asashu fährt einfach zu unserem Flugzeugträger, kill den jetzt einfach, oder was? Aha, oh, was ist das für eine Runde? Durchgefahren, Alter, die Runde, die ist ja fürchterlich. Das ist Katastrophe. Denn das ist die Flandere, da könnte ich vielleicht mal... Könnte ich vielleicht mal einen Treffer setzen. Oh, was, kein Treffer. Ja. Vielleicht versuchen wir auf die Asashu zu schießen. Ist die vielleicht noch verreckt, irgendwie? Da hinten kommt eventuell die Nürnberg raus. Alter, das gibt's doch nicht, Mann! Egal, wo ich langfahre, kommen Schüsse von irgendwoher, wo ich noch nicht mehr jemanden sehe. Das gibt's ja nicht. Ich schau mal, ob ich vielleicht in Nürnberg rausnehmen kann, wenn die da vorkommt. Ich schieß mal ein bisschen auf die Flandre. Schau mal, ob ich da vielleicht gut Schaden machen kann. Was ist das für eine Streuung? Alter. Ach, jetzt macht er eine Kurve. Ist die Asashu jetzt tot? Ja, sie ist tot, Gott sei Dank. Ein Problem weniger. Ich habe noch nicht einen einzigen Schaden, ne? Ich... Ja, also... Was ist das für eine Streuung? Oh mein Gott, ist das schlimm. Oh, wer hat die Nürnberg getroffen? Ich leider nicht. Mann, das gibt's doch nicht, dass ich nichts treffe. Ja. Nicht mal andere Schlachtschiffe, what the fuck?
Ich sehe aber auch nichts. Nichts ist offen außer die New Orleans bei mir. Bei mir, ich glaube, genauso. Das gibt's doch nicht. Also entweder wir... Ja, aber pushen ist jetzt mit unseren Schiffen halt so eine Sache, ne? Das Problem ist einfach, dass die Leute die ganze Zeit... Ich habe hier fast die Hälfte meines Lebens schon verloren, obwohl ich noch nicht mal Gegner gesehen habe. Nee, ich verstehe es auch gerade nicht. Also das ist so eine komische Runde gerade. Jo. Ja, hinter uns ist halt die Flandre, Flandreux, wie auch immer. Ja, das wird jetzt das einzige Schiff sein, wo ich ein bisschen hinschießen kann. Und ja, da ist dann noch die, die Linien wäre da auch noch. Ja, ich werde es auf die Flandre schießen, weil das ist das einzige Schiff, wo ich ein bisschen was wegreiß. Wow, mein erster Treffer, mein erster Durchschlag, nice. Ach ja, stimmt. Ich habe vergessen, dass die Colorado nur Durchschläge macht. Ja, schön Breitseite eindrehen, schön Breitseite, noch ein bisschen Breitseite, zeigt noch mehr Breitseite. Ja, ich werde auf die Lenin schießen müssen. Oh, die Lenin, ja. Bisschen schneller nachladen. Bei Durchschläge, ein Abpraller. Jawohl, so muss das. Genau, jetzt wo ich schießen kann, dreht sie natürlich wieder in die Linien. So ein Trick. Oh. Ja, die sind nicht schlecht, die zwei, muss ich sagen, ne? Pass auf, die Lo Yang ist ja von denen auch noch da, die für die spottet. Ja. Oh, die Heinrich, nee, das verlieren wir so hardcore. Die pushen uns gerade so weg, wir sind gleich so Sandwich. Nee, schon mal nach oben. Also aktuell sieht es eher andersrum aus. Also wenn wir jetzt die drei da links neben uns ein bisschen da halten, haben wir definitiv gewonnen, glaube ich. Nur kann ich halt gerade rein. Ja, die Lenin dreht ein, Das kann ja echt nicht wahr sein, ey. Dreimal Durchschlag, einmal Abwaller, ey. Das ist ja ein Witz. Sag mal, macht die Colorado überhaupt irgendwas? Ja, genau. Und dann trifft er mich einmal hinten in den Heck rein und macht mehr Damage, als ich in den Side, Naja, komm, Reizeit, ey. Leck mich doch mal. Nee, ist schon ein kleiner Witz. Aber okay. Ich akzeptiere es. Es ist einfach so, wie es ist. Oh, nee, da ist ja noch eine Colorado. Ah, das ist jetzt etwas belastend. Da ist gleich Sandwich-Time gleich. Hm. Hab ich ja gemeint. Ja, der eine Colorado natürlich, da habe ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt. Ich fahr mal ein bisschen weg. So, die Heinrich. Oh, die ist schnell. Oh, das habe ich auch nicht kommen sehen. Oh, gut getroffen. Dachte ich zumindest. Waren doch nur 5 Durchschläge. Jetzt zurück. Ne, ich vielleicht auch kurz auf die Heinrich schießen. Wenn die vielleicht weg wäre, wäre es auch ganz geil. Ja, ich schieße auch schon auf die Heinrich. Alles pass auf, gut. Die Lenin kommt gleich hinter uns raus. Nochmal auf die Heinrich. Ich auch, schau mal, vielleicht ist das der finale Schlag. Jawoll! Dann vielleicht jetzt Colorado? Ja. Boah, die haut mir frontal in die Adela, also fast frontal in die Adela rein. Oh, warte, ich schieß mal vielleicht dafür kurz auf die Linien, die Verzug rutschen. Breitseite. Hätte gegen die Insel Colorado sein? Oder sieht es nur so aus? Nö, er schießt auf mich.
Der fährt gegen die Insel. Boah. Ich raste aus. Warte mal kurz, ich muss ein bisschen kurz wegdrehen hier. Ich weiß nicht, also gestern ist mir ein bisschen genauer vorgekommen, die Ashitaka. Komm schon. Hey, danke. Mann, da wollte ich auch nochmal drauf schießen. Er ist so schön Breitseite zu mir gefahren. Schieß auf die Flander. Ja, gut. Oh, ich drehe schön Breitseite für die Hand. Trotzdem hat er mich nicht weggerotzt. Weil, wenn ich da jetzt drauf schieße, der würde instant sterben, oder? Bis ich da schießen kann. Ich versuche mein Glück. Oh, let's go. Wenn du drauf geschossen hast, schieße ich da nicht drauf. Schieße ich auf die Lenin. Ah, versuche ich mein Glück bei der Lenin. Ja. Ah, leck mich doch am Arsch, ehrlich. Bei mir hat er noch 10 HP gehabt oder so. Ich krieg die Kratze. Ja, da ist eh noch die Luyang. Ja, okay, die Runde hat sich doch zum Guten entwickelt, denke ich mal. Ja. Ist ein bisschen besser geworden dann, ja. Ja, ja. Am Anfang war es so Katastrophe und dann. Nein, nicht getroffen. Danke für ein Follow. Ich habe jetzt gerade kein Geräusch gehört, aber ich habe es gerade in der Aktivitätsliste gesehen. Danke für ein Follow. Das hast du öfter irgendwie, dass die Alertbox irgendwie. Ja, also ich habe nichts gehört. Also. Lol, jetzt kommt's. Okay. Sorry. Lol. Okay. Ach so, lol. Ich kann in die Zukunft schauen. Okay, achso, dann hat er gerade erst gefolgt. Danke dir. Danke für den Follow. Cool. Okay, dann sieht man es erst in der Aktivitätsliste und dann ein paar Sekunden später erst im Stream dann. Verrückt, okay. Ja, das hat ein bisschen Verzögerung, aber normalerweise ist es jetzt. Das war das sehr knapp, ja. Purer Zufall, dann dass ich rübergeschaut habe. Ja, und ich wollte gerade sagen, hast du genau hingeschaut, wo er es gemacht hat, wahrscheinlich. Jo, alles klar? So, bin mal raus. Gerne einen anderen Tag nochmal. Gerne. Danke, dass du da warst. Danke für den Follow und. Ja, dann vielleicht bis zum nächsten Mal dann. Jo, ciao, ciao. So, hat er die Runde auch schon? Ist auch schon weg bei der Runde? Was? Die Runde ist auch schon raus, oder? Ja, der ist ja schon raus gerade. Ah ja, verließ die Szene. Ah, ja, stimmt. Ja, die Runde war leider nicht so tolle, ne? Geht eigentlich. Also mit, ist für die letzten 5 Minuten also, jetzt? Sag mal so, es ist jetzt, ich sag mal so, es ist jetzt wirklich meine beste Runde mit der Colorado lustigerweise geworden. Seit langem. Ha, und das kann ich meine, ich hab fast 78.000 Schaden. Oh, ja. Und wir gewinnen. Aber du hast kein Premium. Das ist ich hab kein Premium, ja, das ist wahrscheinlich, ja. Genau. Und wenn ich Glück hab, nehme ich jetzt noch einen. Wäre cool. Ja.
Ich glaube, das wird funktionieren, ja. Ja, der gegnerische Flugzeugträger ist ganz da hinten irgendwo. Ich komme nicht mehr rein. No. Oh no! Naja. Ich brauche ja keine Punkte auf dem Schiff. Naja, das stimmt auch wieder. Ja, also jetzt ohne Premium 3500, das hätte jetzt schon mit Premium hätte schon 5000 werden können. Ja, ärgerlich. Sowas. Ja. Ja, am Ende habe ich so viel Schaden gemacht an den anderen. Also am Anfang hatte ich gar nichts. Ich habe die, keine Ahnung, die erste gefühlte Hälfte nicht mal einen Treffer gehabt. Ja, also die ersten 10 Minuten, die waren ja furchtbar. Also, ja, die waren Katastrophe. Aber ich glaube, das war trotzdem eine mega gute Entscheidung, am Anfang direkt wegzufahren, dass wir uns da gar nicht drauf einlassen. Das war richtig cool, weil dann sind sie uns ja gefolgt und wollten ja auch mit und dann hatten wir Verstärkung und dann war es voll eigentlich relativ easy. Dann konnte man die immer schön beim Wegfahren, konnte ich immer wieder Schaden mal machen. Ja. War eigentlich ganz nice. Okay, perfekt. Gut. Gibt's jetzt noch ein Schiff, was du unbedingt noch mitnehmen möchtest, 50% mäßig, oder? Nee, wollen wir jetzt mal was anderes zocken? Ich habe die Yukumo 50%, Ibuki brauche ich nicht, brauche ich auch nicht. Colorado habe ich 50%, die Shorsh habe ich 50%, Bismarck habe ich 50%. Das war eigentlich alles das Wichtigste. Also wir waren echt fleißig. Also, ne, wir waren wirklich, wirklich fleißig. Dann würde ich auch sagen, dass ich jetzt gleich mal die Aufnahme beende. Einen Moment, dann sagen wir mal schon mal allen Dank fürs Zuschauen und vielleicht bis zum nächsten Mal auf YouTube. Jo, danke.